Not so pleased with yourselves now, huh? Whoa, watch where you're waving that thing. No more pigeon shit on my car, eh, Tommy? Guess not. You're damn right. Now listen, you know who owns the fastest boat on the East Coast? Not offhand, no. Me! And I want it to stay that way. Every smuggler from here to Caracas has one dream. A faster boat. Rumor has it the boatyard had just completed such a vessel for some Costa Rican dickhead. And Tommy, I want that boat. Ah, I thought I got you! Where'd you come from? Pinhead! I think your pigeons are back. Der Diaz will das schnellste Boot, was naheliegend ist, so als großer Baron. Begib dich zur Bootswerft an Docks und klau das schnellste Boot. Genauso einfach, wie es klingt, ist es nicht. Und dann wieder doch. Man muss erstmal zur Werft hinbüßen. Das erstmal nur, man fällt von A nach B. Das sollte noch zu schaffen sein. Allerdings, wenn man bei der Werft dann angekommen ist, wird es ein bisschen schwieriger. Sie machen es einem nicht ganz leicht, die Heinis, die das Boot selbstverständlich bewachen. Die schmeißen einem das Ding nicht hinterher. Sagen nicht rein mit dir, hol dir das schnellste Boot in Vice City, Mann. Also wenn man dann hier ankommt, wie man feststellen, man wird ziemlich schnell beballert. Und es hilft nichts, man muss sich wehren gegen die Kerle. Und je nachdem, wie man sich anstellt, da kann man durchaus mal verrecken. Aber wenn man es wieder einigermaßen geschickt angeht, einen nach dem anderen ausschalten, ein bisschen in Deckung bleiben, habe ich auch da schon ein Viertel vom Leben verloren. Und da mache ich es eigentlich nicht allzu gut, weil ich bin eigentlich fast schon ein bisschen am Rushen hier, indem ich versuche, diejenigen, die ich sehe, so schnell wie möglich abzuknallen, so schnell wie möglich nach vorne zu laufen. Und wenn man dann vorne ist, heißt es erst noch suchen, Schalter, um das Boot abzusenken. Der ist in der Lagerhalle drin. Und da drin warten auch nochmal, da ist erstmal die Polizei. Die sind auch noch mit 2 Sternen am Start. Aber da sind dann noch 3 Lagerarbeiter. Die haben zum Glück keine Schusswaffen, sondern würden einen nur verprügeln. Das heißt, die kann man problemlos kaputt machen. Wenn man dann den Schalter gefunden hat, dann wird das Boot abgesenkt ins Wasser rein. Aber dann kommt nochmal eine Welle an Gegnern und da müsste man es eigentlich ein bisschen langsam und vorsichtiger machen. Ich versuche hier mein Glück. Nehme die Beine in die Hand, sprint kurz herunter. Ganz knapp, 14 Lebenspunkte. Also das hätte auch schief gehen können, ist klar. Es wäre sinnvoller, wenn man es vielleicht ruhiger angeht. Wenn man ein volles Leben hat, dann kann man auch schnell runter sprinten und dann schnell abdüsen, weil das Boot ist wirklich schnell. Da muss man nur noch hier zum Steg von der fetten Villa von Diaz anlegen und das ist dann relativ einfach und dann war es das schon.